Hallo meine lieben Freunde meines Kanals und schön, dass ihr zu diesem Video wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich euch wieder unfassbar viele kleine kurze Telefonate mitgebracht, die so einzeln nicht für ein ganzes Video gereicht haben, aber in Summe dann doch wieder jede Menge aufschlussreiche Informationen bieten, was wir hier eigentlich genau für Menschen an der Telefonleitung haben. Jede Menge Betrüger, die eigentlich nur an unsere Kohle wollen und obendrein noch dreist und beleidigend sind. Das hier ist Callcenter-Abzocke mit jeder Menge Betrug am Telefon. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung mit unseren vielen kurzen Telefonteilen. Doch zuerst, falls noch nicht geschehen, wäre es ganz nett, wenn du den Kanal abonnierst, am besten gleich mit Glöckchen, weil dann verpasst du auch in Zukunft kein weiteres Video mehr. Ja, hallo. Was möchten Sie denn? Also Sie müssen auch sprechen, wenn Sie was sagen. Sonst funktioniert das mit der Kommunikation nicht. Betrüger! Betrüger! Krimineller! Krimineller Cinderella! So sieht's aus im Schneckenhaus. Ja. Höchst interessant, wie intelligent ihr seid. Ja. Hat der Allah gesagt, dass man sowas machen soll, ja? Du Hund. Du isst Schwein. Du Hund. Du bist ein Schweinefresser. Ja. Ja. So ist das. Ja, das war tatsächlich dieser Typ, der mich in ein paar Telefonaten zuvor extrem beleidigt hat, so das halbe Gespräch lang. Falls ihr euch da noch dran erinnern könnt an diese ganz krasse Ausfalligkeit oder wie man das auch immer nennen mag. Ja, hier hat er sich dazu mal entschieden, einfach mal nichts zu sagen und nur ein bisschen ins Telefon zu räuspern. Ja, aber das zeigt schon, dass das definitiv keine normalen Menschen sein können, wenn die hier einfach so anrufen und dann nichts sagen. Ich weiß nicht, was sie davon haben. Keine Ahnung. Also es ist mir immer wieder ein Rätsel, was das dann am Ende bringt. Klar wollen die mich jetzt hier versuchen zu ärgern, aber im Grunde genommen produzieren die mir damit nur Gratis-Content. Und weiß ich nicht. Es ist aber lächerlich, was die da versuchen. Oder auch nicht machen. Es ist Wahnsinn, nicht wahr? Naja, schauen wir mal zum nächsten Telefonat. Kuckuck. Aha. Ja. Gut, gut. Schön fein. So muss das sein. Ja. Jetzt wird's langweilig. Soll ich dir ein bisschen Musik aufs Ohr geben? Dann gebe ich dir jetzt ein bisschen Musik aufs Ohr. So, wollen wir uns jetzt unterhalten oder bleibt es jetzt dabei? Streuselschnecke, Streuselschneckchen. Aha, prima. Gut, dann bleibt es bei Musik. Ja, die restlichen 5 Minuten, die ich hier weiter Musik gespielt habe, bis der sich dann endlich dazu entschieden hat aufzulegen, habe ich euch dann hier mal rausgenommen. Aber das muss wieder der Typ von vorher gewesen sein, der hier irgendwie auf unserer Leitung ein bisschen rumpimmelt und seine Zeit da freiwillig verschwendet. Also ich sag's immer wieder, das ist auf jeden Fall ein Vorteil, wenn die freiwillig ihre Zeit hier verplempern und ihre Telefonleitungen damit verplempern. Also ja, sinnlos, einfach da nichts tun während der Arbeitszeit. Wenn das wohl deren Chefs auffällt, ich glaube, da sind die dann am Ende auch nicht so mit zufrieden. Naja, auf jeden Fall hat's den Vorteil in der Zeit, wo er seinen Arbeitsplatz mit meiner Leitung verschwendet und da ein bisschen Musik hört, kann er zumindest in dieser Zeit niemanden anderen betrügen. Hallo? So. Ja. So. Ist das richtig? Nee, Herr Kondome. Herr Kondome, was für eine Nachname. So, mein Name ist Lukas Stiller, Herr. Ich bin ein Finanzberater von Online Handel und melde mich jetzt gerade bei Ihnen, weil schon lange her, Sie haben eine Anmeldung gemacht über Online Handel, Online Investitionen. Und wollte ich Ihnen gerne fragen, was ist passiert mit dieser Anmeldung, Herr? Auf welche Frage soll ich denn zuerst antworten? Erste, zweite und dann dritte. Der Name wäre ein Deutscher. So, Sie haben eine Anmeldung gemacht über Online-Handeln, ja? Mhm. Mhm.
Was ist passiert mit dieser Anmeldung? Haben Sie früher eine Investition gemacht oder? Nee. Nee. Haben Sie Informationen bekommen? Haben Sie Informationen bekommen? Können Sie mal da die Pfeife da im Hintergrund wegmachen, weil das tut im Hörgerät weh. Haben Sie früher Informationen bekommen über Onlinehandel? Nee. Okay, darf ich mal Ihnen kurz ein paar Informationen geben, was Onlinehandel ist und wie es funktioniert hat? Na, dann probieren wir es mal. Okay, super. Darf ich mal Ihnen fragen, ob Sie über Bitcoin gehört haben? Wissen Sie, was Bitcoin ist? Nee, was ist denn das Schönet? Wissen Sie? Nee, was ist denn das Schönet? Okay. So, erstmal werde ich Ihnen zeigen, was Kryptowährungen ist. So, wie beruflich bin ich Fischstäbchenformer. Wie bitte? Beruflich bin ich Fischstäbchenformer. Und? Ja. Schuhgröße 38. Wie bitte? Schuhgröße habe ich da die 38. Mhm. Ah, jetzt ist die Pfeife wieder im Hintergrund. So, jetzt gerade, wir sprechen über Onlineinvestitionen, ne? Sie haben eine Meldung. Achso, ich dachte, Sie wollen es mit der Schuhgröße auch noch wissen. Weil, da ist die Pfeife im Hintergrund, die stört. Ja, der Krach da im Hintergrund ist immer wieder ganz nett, wenn man solche Leute am Telefon hat. Ich weiß nicht, wie die überhaupt so arbeiten können mit so lauter Musik. Dass, also am Ende stürzt doch einfach nur die Kommunikation. Die verstehen die Kunden nicht oder die Betrugsopfer. Man versteht den eh schon schlecht sprechenden Deutschen, na, nicht Deutschen, am Telefon auch nicht so gut. Ja, also was bringt das am Ende, ne? Es ist immer wieder verzweifelnd, wenn man die an der Leitung hat. Es wird aber auch nicht besser. Es wird immer noch mal ein kleines bisschen schlimmer. Wie die das schaffen, keine Ahnung. Wahrscheinlich haben die da irgendeinen Contest laufen, welches Callcenter am schlechtesten ist. Aber umso erschreckender ist es, dass das tatsächlich alles Menschen sind, die es immer wieder trotzdem schaffen, irgendwelche Menschen in Deutschland, Europa oder in der irgendwo hier letztendlich zu betrügen. Da geht's um euer Geld. Ihr sollt bei denen Geld einzahlen, auch wenn wir jetzt hier nicht wirklich so weit gekommen sind und das Gespräch hier von vornherein auch schon überhaupt gar keinen Sinn mehr ergeben hat. Ja, aber es ist auch echt absolut nicht erträglich, was man da immer wieder hört. Ja, hallo? Ja, hallo, schönen Morgen. Sprech mit Frau Steiner. Nein. Bitte? Nein. Darf ich wieder mit Gerold sprechen? Können Sie bitte mit Gerold verbinden? Bin immer bereit. Sind Sie Gerold? Ja. Ich grüße Sie. Wie geht Ihnen alles? Ja. Ich melde mich wegen Ihrer Anmeldung, dass Sie bei uns Werbung gemacht haben, vom Bitcoin-Trader. Ja. Wie geht's Ihnen? Gut. Ja, müssen Sie Ihr Konto aktiv stellen, Herr Steiner? Ja. Haben Sie alle die Informationen bekommen von der Werbung? Nee. So, wissen Sie, wie das Konto zu aktivieren? Nee. Aber Sie haben schon bei uns die Daten aufgegeben. Was haben Sie gelesen von der Werbung? Nee. Ich habe gefragt, was haben Sie gelesen, Herr Steiner? Ja. So, was haben Sie gelesen, bitte? Ja, habe ich gelesen. Hallo? 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 Na, immerhin ist er mal nicht ausfallend geworden, aber es war trotzdem wieder so ein absolutes Cringe-Gespräch. Tja, also, keine Ahnung. Der hat jetzt zumindest ziemlich schnell aufgegeben. Solltet ihr mal so jemanden am Telefon haben, kann ich euch auch immer nur wieder wärmstens empfehlen. Legt direkt auf, unterhaltet euch nicht mit solchen Leuten, versucht's auch nicht, die irgendwie zu ärgern, denn im schlimmsten Fall, die rufen ja auf eurer echten Telefonnummer an, also sofern die bei euch zu Hause aus anrufen oder auf eurem Telefon zu Hause anrufen. Legt einfach auf, quatscht gar nicht mit denen, geht auf kein Gespräch ein, denn am Ende ist das große Problem, dass ihr dann nur noch mehr genervt werdet, wenn ihr den Falschen von denen da erreicht habt, der dann da noch Lust hat, seine Zeit zu verplempern und dann euch immer wieder anzurufen. Und das ist dann halt oft das große Endresultat, wenn man, naja, die versucht ein bisschen zu stänkern. Von daher, wenn ihr mal so Gespräche habt, legt auf, lasst es bleiben, es bringt eh nichts. Zurückverfolgen kann man die auch nicht wirklich. Also zumindest sind die Chancen da gleich null, weil die rufen mit gefälschten Telefonnummern an, wo man die auch gar nicht erst zurückrufen kann. Also nützt es euch nicht mal was, irgendjemanden diese Telefonnummer zu melden. Im schlimmsten Fall gehört die Telefonnummer sogar irgendeiner echten Person und die haben die Telefonnummer nur geklaut und lassen die im Display anzeigen bei euch. Also es ist nicht mal die Telefonnummer unbedingt, die im Display steht, die auch von denen kommt, ne? Also das ist eigentlich immer so der Fall, dass die niemals mit echten Telefonnummern bei euch raus telefonieren. Ja, bitte. Hallo, Steiner? Wie kann ich denn behilflich sein? Ich rufe Sie bezüglich Ihrer Anmeldung bei unserem Handelsprojekt. Mhm. Welche Anmeldung denn? Wie bitte? Welche Anmeldung denn?
bei unserem Handelsprojekt, bei Bitcoin Trading. Ja, was denn da für eine Anmeldung? Wir haben da Ihre Kontaktdaten hintergelassen für Handeln mit automatischem System. Ach so, wann denn das? Nein, Moment bitte, sage ich Ihnen. Das war am 9.1. Ach so, Und was möchten Sie da jetzt genau? Ich wollte fragen, also haben Sie angefangen zu handeln oder noch nicht? Oder haben Sie Ihre Meinung geändert? Ich weiß ja nicht, um welche Seite das geht. Was meinen Sie, welche Seite? Meinen Sie unsere Plattform oder? Ja. Okay, aber ich sehe, Sie haben mit meinen Kollegen gesprochen schon darüber. Kann sein, aber ich kann Ihnen jetzt nicht so richtig folgen. Okay, also nach dem Anmeldung. Sie haben mit jemandem gesprochen, mit einem Manager gesprochen und was hatten Sie damals entschieden? Also warum haben Sie bis jetzt noch gar nichts gemacht? Also da hat schon mal jemand angerufen, ja, aber das war dann ziemlich unseriös. Wieso? Ich weiß ja nicht, um welche Plattform das geht. Wenn Sie mir den Namen von Ihrer Firma nicht sagen, dann wird das nichts. Ja, unsere Firma heißt Pacific Group. Wie heißt das? Pacific Group. Pacific Group. Ja, genau. Also Pacific wie Pacific mit C. Ja, ja. Kennen Sie das? Ja. Und wie heißt da die Webseite? Da finde ich jetzt nichts Vernünftiges über Google. Ich kann Ihnen das zuschicken, das ist kein Problem. Ich habe Sie doch jetzt dran, da können Sie es doch sagen. Und wie eigentlich immer, wird dann auch direkt schon wieder aufgelegt, anstatt irgendwie eine vernünftige Konversation mit dem Kunden dort zu führen an der Telefonleitung. Tja, ich weiß es nicht. Es ist mir absolut ein Rätsel, wie die überhaupt Geld verdienen. Aber nochmal, die machen Milliarden tatsächlich. Das gibt Menschen, die zahlen da echt ihr Geld ein und verlieren das dann bei diesem Blödsinn. Also hier schon alleine der Krach im Hintergrund. Dann hat sie mich wieder kaum verstanden und dann ist sie nicht mal dazu in der Lage, mir irgendwie in irgendeiner Art und Weise ihre Webseite vernünftig zu nennen. Und wenn man dann einfach nochmal nachfragt, dann wird einfach nur gesagt, sie schickt es mir zu und dann redet sie einfach nicht mehr und legt dann auf. Na, also normales, seriöses Unternehmen würde so auf gar keinen Fall in irgendeiner Art und Weise agieren und reagieren. Zumal sie hat ja jetzt hier nicht mal irgendwie noch meine E-Mail-Adresse abgeglichen. Dann weiß sie ja auch nicht mal, ob das überhaupt ankommt, was sie mir da schickt. Tja, also so funktioniert ein anständiger Kundenservice und eine vernünftige Beratung definitiv nicht. Wenn ihr sowas am Telefon habt, legt einfach wieder auf. Denn solche Gespräche bringen euch überhaupt nichts. Im schlimmsten Fall höchstens die Erfahrung, dass die Kohle danach weg ist. Schönen guten Tag, hier ist die deutsche Erika. Das machst du aber ganz schön. Sag mal, der da aus dem Hintergrund, die soll nicht so rumbrüllen. Aber die hatte ich auch schon ein paar Mal dran. Die hat sich auch schon ein paar Mal verarschen lassen. Also wie ich Ihnen auch vorher erklärt habe, die Arbeit in unserem Restaurant ist nicht. Ah, die kann ja immer noch kein besseres Deutsch. Das geht einfach nicht mehr. Die labert ja einen Blödsinn da. Sie will nicht, dass Betrüger da an das Geld rankommen. Aber ich dachte, ihr seid doch die Betrüger. Ist ja lustig. Das ist lustig. Ja. Ja. Eine Vorleistung mit 300 Euro machen, aber das muss von einem Bankkonto gemacht werden, dass sie nicht diesen Namen wissen. Damit sie dieses Konto freischalten können und in diesem Moment dann die Rechtsanwälte reagieren und die Auszahlung. Kannst du die mal mit dem Kugelschreiber anschmeißen? Okay. An die Garantie. Meinetwegen kannst du auch die Tastatur nehmen.
zieh der mal die Tastatur über den Kopf. Mhm. Die ist ganz schön laut. Martin Müller. Sicherheitsabteilung war lustig. Sie senden mich zurück und ich werde Ihnen dann einvernehmen mit dem Rechtsanwalt die Fehlerbeilung und Sie wurden selber von dem Rechtsanwältin kontaktiert. So werden Sie die Kontaktdaten, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und alle, was Sie brauchen, selbst von dem Rechtsanwältin bekommen, damit Sie dann zusammen in Kontakt bleiben können. Es hängt Sie immer auf dem Kapital, das Sie zurückbekommen werden. Laut der Grund, dass die Summe sehr hoch ist, kann dieser Prozess ein bisschen dauern. Aber der Anwältin erklärt Ihnen das jetzt, okay? Weil Sie werden sofort von dem Anwältin kontaktiert. Also, wieso nicht Ihnen die Dokumente verwerfen? Weil Sie müssen sie ausdrucken lassen. Ja, es war wieder der, den wir immer wieder dran haben. Keine Ahnung. Also fragt mich nicht, was der davon hat. Aber hier fand ich jetzt mal interessant, dass wir die nette Dame, die wir auch schon ziemlich oft am Apparat hatten, jetzt hier im Hintergrund mal gehört haben. Ja, also es ist schon nett. Also in diesem Callcenter sind es scheinbar nicht so viele. So laute Musik läuft da auch nicht so, wie man es sonst immer so hat. Aber naja, es läuft aber Musik. Ja, aber das ist einfach nur irre. Komplett irre. Die rufen, also das ist das, was ich meine. Wenn ihr die ärgert, dann rufen die euch an und nerven euch. Ich meine, das geht jetzt hier noch, aber der hat auch schon schlechtere Tage gehabt, wo ganz krasse Beleidigungen gefallen sind. Die habt ihr ja nun, wie gesagt, auch schon öfters gehört. Und es sind auch nicht die letzten Anrufe von ihm, denn aktuell ruft er immer noch an. Vielleicht nicht mehr ganz so viel wie vorher, also er hat scheinbar die Lust dran verloren, hier immer wieder anzurufen. Weiß ich nicht genau, aber er ruft tatsächlich immer noch ab und zu mal an. Also von dem hören wir öfters noch was. Aber auch öfters noch was, wo er ein bisschen wenigstens was erzählt. Naja, aber es ist auch nicht mehr Inhalt als hier letztendlich. Kakerlaken-Annahmestelle. Hallo, guten Tag. Kann ich mit Luisionos Lips sprechen? Oder bin ich kann ich Ihnen helfen? Ich rufe Sie wegen Ihrer Registration an. Sie wollten unter Oil Profit Handelskonto aktivieren, ja? Wann heute? Nö. Anmeldung haben Sie am 26. gemacht, aber heute habe ich die Daten bekommen, dass Sie es nicht geschafft haben. 26. was? 26. April haben Sie eine Anmeldung gemacht fürs Onlinehandel. Doch, das haben Sie gemacht. Den Charakter Lilith habe ich schon seit einem Jahr nicht mehr benutzt. Bitte? Was haben Sie seit einem Jahr nicht benutzt? Den Charakter. Den habe ich seit einem Jahr nicht benutzt und habe da die Daten gerade da gekauft. Okay, und Sie haben keine Werbung angeschaut in Ihrem PC oder im Handy? Nee. Die E-Mail-Adresse lili.schkl@gmx.net ist Ihre E-Mail-Adresse, oder? Mir war ein bisschen komisch vorgelesen, aber aktuell benutze ich den Charakter Gerold Steiner. Ja, die E-Mail ist auch selber komisch. Die Buchstaben kann man nicht zusammen aussprechen. Ja. Also, Sie haben kein Interesse, dann soll die Daten rausgelöscht werden, so, damit wir das nicht immer wieder bekommen, dass Sie eine Anmeldung gemacht haben und die haben nicht geschafft, das zu aktivieren. Dann ja, da rufen wir dann sowieso die nächsten Betrüger an, da braucht er ja nichts rauslöschen. Ja, die bekommen weitere Anrufe. Das spielt keine Rolle, wer da an die Leitung geht. Genau. Die bekommen die Daten. Richtig. Auf dem Finanzmarkt auch und kann auch die Betrüger die Daten bekommen. Na, so wie ihr, richtig. Das ist ganz logisch. Genau, so wie ihr, ja, ist ganz logisch. Ach so, woher wissen Sie das? Na, weil Sie illegal anrufen. Aufgenommen durch die Börsengehörden. Und, ja, Sie bekommen und auf YouTube dafür veröffentlicht. Eine Meldung. Richtig. Ja, genau, du wirst auf YouTube veröffentlicht. Richtig. Nein, ich nicht, aber Sie bekommen. Na klar, ich stelle dich doch auf YouTube. Darüber. Ich mache. Ja, und dann war sie auch schnell weg. Natürlich sind immer nur die anderen Betrüger. Nur sie nicht. Nein. Ja, auch schon der Blödsinn, sie löscht meine Daten. Komisch. Also selbst wenn man da bei jedem sagen würde, lösch bitte meine Daten, lösch bitte meine Daten. Glaubt mir, euer Telefon hört trotzdem nicht auf zu klingeln. Schönen guten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen? Hallo, schönen guten Tag. Spreche ich mit Herrn Steiner? So aus. Herr Steiner, Vanessa Beck ist am Apparat, Kontoberaterin vom Finanzmarkt. Herr Steiner, sagen Sie mal bitte, heute haben Sie Registrierung gemacht am Finanzmarkt, stimmt? Habe ich recht? Ja. Ja, also haben Sie damit Interesse, ja, stimmt? Vielleicht. Was das bedeutet? Also machen Sie Spaß, oder?
Lache ich etwa? Nein, aber vielleicht, was das bedeutet, Sie haben Registrierung gemacht am Finanzmarkt. Sie haben Ihre Daten eingegeben, ja? Das heißt, dass Sie haben damit Interesse. Mhm. Okay, sag es mal bitte, haben Sie es gelesen? Wie viel ist der Mindestbetrag? Mindesteinstiegskapital, was die Kunden am Anfang brauchen. Nee, wie viel ist denn das? 250 Euro. Mhm. Investitionen machen Sie selbst von Ihrer Seite und mit was möchten Sie Geld investieren? Na, mal sehen. Also machen Sie das gerade, oder? Ich habe nicht richtig verstanden. Was machen Sie gerade? Ich telefoniere gerade mit Ihnen. Ja, und möchten Sie das machen? Möchten Sie ein Handelskonto aktivieren oder möchten Sie es nicht machen? Meinetwegen. Wie bitte? Meinetwegen. Herr Steiner, alles okay bei Ihnen? Sind Sie verrückt? Also hier ist kein Kindergarten, ja? Wir arbeiten hier, wir verdienen unsere Zeit wegen Ihrer Interesse. Und Sie bekommen eine Anzeige, Herr Steiner. Warten Sie bitte da drauf, okay? Von unserem Rechtsanwalt bekommen Sie eine Anzeige. Weil Sie machen Spaß, wir arbeiten hier. Ja, ja, ganz genau. Hören Sie mich denn lachen? Ich weiß nicht, was Sie mit Spaß meinen. Ja, dann machen Sie was ist denn Ihr Problem? Wenn Sie es wollen. Nee, möchten aber jetzt Sie es nicht mit mehr. Visa nee. Machen oder mit Mastercard? Jetzt gar nicht mehr, weil Sie so unfreundlich waren. Ach so, ich habe schon lange Zeit geredet, aber Sie waren nicht freundlich. Sie haben Spaß gemacht, Herr Steiner. Genau womit deswegen. War ich denn nicht freundlich? Achten Sie darauf. Ja, Sie bekommen eine Anzeige. Ja, Sie sind das sehr ist lustig. Dumm. Also es ist ja wirklich an Verrücktheit eigentlich schon irgendwie kaum noch zu toppen. Also, wo war ich jetzt hier bitte nicht freundlich? Ich meine, ich habe allenfalls höchstens ein bisschen gelangweilt an mit ihr gesprochen, aber hä? Wie? Was? Hä? Ich verstehe es einfach nicht. Es ist nicht zu verstehen. Aber bevor wir weitermachen mit den ganz vielen kleinen Telefonschnipseln, die ich euch auch noch mitgebracht habe, also so ganz kurze Telefonate, habt ihr mir in den Kommentaren wissen lassen, dass ihr die auch mögt, bedanke ich mich ganz recht herzlich beim Frankieboy 0815 für die Kanalmitgliedschaft hier auf dem Kanal. Frankieboy 0815 ist bereits seit 19 Monaten Kakerlaken-Fan und unterstützt damit diesen Kanal hier finanziell. Wenn auch du den Kanal hier unterstützen möchtest und als Gegenleistung kleine informative Beiträge zu den Hintergrundinformationen von Callcenter Abzocke erhalten möchtest, inklusive ein Badge, was dich markiert als Kanalmitglied und ganz vielen Kakerlaken-Emojicons, drück doch gerne unter dem Video auf Mitglied werden oder alternativ in der Videobeschreibung, da findest du auch einen Teil, der auf die Mitgliedschaft hinweist. Gute Nacht. Wenn Sie haben, hallo? Jo, hallo. Guten Tag. Inspektor, wo kann ich... Schönen guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Hallo, schönen guten Tag, spreche mit Herr Steiner. Wer sind Sie? Morgen! Sandra Engelapparat, ich melde mich in Auftrag von Solarguru. Es geht zum Thema Solaranlage. Prima. Schönen guten Tag. Mit wem spreche ich denn da bitte? Hallo? Ja, guten Tag. Herzlich willkommen auf der Telefonnummer, die Sie angerufen haben. Guten Tag. Aha. Jo. Jo, jo, jo. Wie geht's, Bratischka? Toll. Mach, wachs. Na? Hast du Spaß? Schönen guten Tag. Hallo. Yes, do you speak English? Nee. Ah, nett. Okay, thank you. Hm. Ja, bitteschön. Hallo? Ja. Spreche ich mit Herrn Schmanz? Ja. Am Apparat ist Maria Schulz. Ich erreiche Sie von Olaf-Organisation. Haben Sie Zeit jetzt? Also Sie sind sehr leise und sehr schlecht zu verstehen. Schönen guten Tag. Was stört denn da an Ostern? Hallo? Ja. Ja, ich grüße Sie. Mein Name ist Elena Rock. Ich spreche gerade mit Herrn Zack. Hä? Zack, zack, zack. Wie bitte? Ja. Ja oder nein? Na, habe ich doch jetzt bestätigt mehrfach. Ja, schönen guten Tag. Hallo? Ja.
Also bist du nicht fertig mit YouTube? Doch. Okay, gut. Ciao. Ja, guten Tag. Ja, hallo, ich grüße Sie. Ich bin gerade mit Herrn Robert Steinfeger. Ja, was möchten Sie denn? Heute ist Ostern. Ich weiß, aber ich muss arbeiten. Was soll ich denn machen? An Ostern? Wie bitte? Und ist doch ein gesetzlicher Feiertag. Okay, schönen Tag noch. Tatütata. Hallo, hallo, hallo. Wie geht's Ihnen heute, Ole? Alles gut? Die Verbindung ist scheiße. Soll ich ein bisschen lauter sprechen? Nee, bringt nichts. Okay. Die Verbindung ist scheiße. So, ich rufe Ihnen jetzt gerade wegen einem... Die Verbindung ist scheiße. Aber Sie hören mich, ja? Was ich zu Ihnen Verbindung sage, ist trotzdem scheiße. Soll ich nochmal Ihnen anrufen? Ja. Okay, super. Ja, man hört dich atmen. Klingt das aber ganz schön langweilig. Ja, bitteschön. Hallo, lieber Mitbürger. Wenn Sie oder Ihr Familienangehöriger eine staatlich anerkannte Pflegestufe hat, haben Sie Anspruch auf kostenlose Pflegehilfsmittel. Um kostenlose Pflegehilfsmittel erhalten zu können, drücken Sie die Taste 1 und wir melden uns umgehend bei Ihnen. Bleiben Sie gesund und auf Wiederhören. Ja. Guten Tag, am Apparat ist Paul Schröder vom Finanzmarkt. Ja, machen Sie da mal den Krach ein bisschen im Hintergrund leiser, weil ich höre Sie kaum. Das kann ich nicht tun, leider. Ich verstehe Sie kaum. Es ist unsere Arbeitsmethode. Ja, Herr wenn Steinfeger, Ihre Arbeitsmethode Krach ist, dann möchte ich nicht mit Ihnen arbeiten. Tschüss. Dann ich wünsche Ihnen einen schönen Tag noch. Ja, tschüss, Betrüger. Ja. Guten Tag. Spreche ich gerade mir lang? Wollen Sie sich nicht vielleicht erstmal vorstellen mit dem Firmennamen und Ihrem eigenen Namen? Mein Name ist Anna Hoffmann und ich rufe Sie an vom Finanzabteilung, wo Sie haben schon eine Anmeldung gemacht. Und der Firmenname wird ja nicht Finanzabteilung sein. Wie bitte? Ihr Firmenname. Anna Hoffmann habe ich Ihnen gesagt. Anna Hoffmann. Also ist der Firmenname Anna Hoffmann. Aha, wollen das glauben. Schönen guten Tag. Einen wunderschönen guten Tag, Meisen mein Name. Und zwar rufe ich vom Serviceteam der Vorsorge an. Spreche ich da den Herr Lausebengel? Der ist momentan nicht im Haus. Können Sie da um 19 Uhr nochmal anrufen? Und dann an weiteren Tagen, wäre da früher zu erreichen? Nee, immer erst ab 19 Uhr. Alles klar, dann tut mir das leid, ja? Auf Wiederhören. Tschüss. Ciao. Guten Tag. Ich höre nichts. Na dann nicht. Ja, hallo? Hallo? Nichts hören und niemanden. Müssen Sie nochmal anrufen, ich höre nichts. Ja, schönen guten Tag. Guten Tag, Steve Owen am Apparat und rufe Sie vom Blockchain Support Finanzabteilung. Ich habe Sie angerufen über eine Transaktion hier mit 1,004646 Bitcoins. Kennen Sie diese Kontoeuer? Nee, sagt mir nichts. Haben Sie früher Online-Handel investiert? Nee. Haben Sie gar nichts gemacht, Online-Handel? Nee. Ja, hallo? Hallo, einen schönen guten Tag. Herr Steiner? Tag. Mhm. Tag. Perfekt. Mein Name ist Laura Kalm, ich rufe Sie an bezüglich Ihrer Anmeldung. Ach so, könnten Sie da nochmal gegen 17.30 Uhr anrufen, bitte? Okay, haben Sie gerade keine Zeit, oder? Nee, passt im Moment leider nicht. Ah, alles klar, gleich um 17.30 Uhr. 17.30 Uhr, genau. Dann bis alles später. Alles klar. Und danke, tschüss. Tschüss. Hallo, guten Tag. Ja. Spreche ich mit der Remusion? Sprechen Sie Deutsch, Herr Onen? Was? Sprechen Sie Deutsch? Weil das versteht man nicht, was Sie da von sich brabbeln. Hallo. Ja, was denn? Français. Oh, was okay. Denn verkaufen? Sprechen Sie einfach Deutsch. Ich will keinen zu verkaufen. Was meinen Sie? Okay? Perfekt. Warum rufen Sie denn an? Also ja. Hallo, guten Tag. Tag. Ich rufe Sie für das Produkt Imperator, ja? Ja. So.
Wenn Sie nicht dagegen sind, möchte ich Ihnen ein paar Fragen stellen, ja? Um das Problem zu diagnostizieren und die Dosierung effektiv auszuwählen. Ja, darf ich? Nee, jetzt nicht. Müssen Sie mal noch mal eine Stunde anrufen. Mhm, okay. Ja, bis später. Ja, okay. Ja, bis später. Ja, das waren sie wieder, unsere ganzen Experten am heutigen Tage. Tja, einer wahnsinniger als der nächste. Jede Menge Blödsinn dabei und jede Menge gruseliger Kram. Ja, also ich kann euch immer nur wieder sagen, legt auf, wenn ihr solche Leute dran habt, diskutiert nicht mit denen, es bringt euch nichts. Und am Ende schont ihr damit eure Nerven. Ich hoffe, euch hat dieses Video wieder gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Däumchen nach oben. Wer sonst noch möchte, schreibt gerne auch ganz viel unten in die Kommentare eure Gedanken und was ihr so überhaupt von diesen netten Leuten hier haltet. Ja, interessiert mich grundsätzlich immer sehr gerne, was ihr da so zu denkt, was die hier so lostreten am Telefon. Wer möchte, sieht jetzt hier noch eine Playlist mit einer etwas größeren Auswahl an vielen weiteren Videos auf dem Kanal. Die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!